Hallihallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Fußball Manager 13 mit dem FC Schalke 04. Heute sind wir zu Gast in Nürnberg. Ja, unüblich, dass wir ein Auswärtsspiel mal haben, aber Grund dafür ist unser Co-Kommentator heute, und zwar unser guter Freund, der Baumader. Hallo! Ja, hallo, ich freue mich, dass ich hier bin. Hab gerade sofort erstmal keine Chance gesehen, aber sah schon nicht schlecht aus, der Packard vorne. Ja, jetzt aber Huntelaar schüttelt Balic ab, Huntelaar vorbei an Klose und Schäfer pariert. Ja, wir sind zu Gast im Easy Credit Stadion. Ich weiß gar nicht mehr, wie heißt das Stadion eigentlich? Wie hieß das Original für das Nürnberger Stadion? Ich glaube, die haben es umbenannt. Also die müssten jetzt mittlerweile auf den sehr kreativen Namen Stadion Nürnberg gekommen sein. Oh, klasse Möglichkeit vorne. Oh, Philipp Max, also die Überraschung schlechthin in den letzten Spielen bei unserem FC Schalke 04. Gegen Dortmund sein Bundesliga-Debüt gegeben, in der Startelf. In der Europa League zuletzt gegen Atletico das 1-0 oder 2-0, ich weiß es jetzt selber nicht mehr genau, gemacht. Ich glaube, so das 1-0. Jetzt aber schöner Pass von Max raus auf Fafan. Fafan mit der Flanke, da kommt Huntelaar nicht an den Kopfball. Klose setzt sich da eher durch. Büttner mit dem Schuss aus der Distanz. Hammer Ding von hinten. Aber steht Raphael Schäfer. Die richtigen Netze hat Nürnberger schon mal eingebaut, blau-weiße. Perfekt. Passend zur Fanfreundschaft zwischen Schalke und Nürnberg. Fafan, oh, der Pass, der hat er selber nicht geplant. Schöner Pass auf Max jetzt aber. Max, da wird abgeprallt. Haben sie mal Glück gehabt. Ja, Schalke versucht schnell das 1-0 zu machen. Eckball von Michel Bastos. Papadopoulos und der köpft das Ding in den Winkel zum 1-0 für Schalke. Sein erster Saisontreffer. Ja, Papadopoulos ist ein Kopf von Ungehör. Oh ja, das sehe ich ja bei mir auch immer. Genau. Also der unbedingt vorne rein bei den Standards. Also bei mir immerhin, also ich setze da sowieso auf große Innenverteidiger. Also mindestens 1,90 müssen sie bei mir haben, die Innenverteidiger. Und diese schicke ich auch beide immer nach vorne bei Standards. Jetzt aber die Nürnberger. Esvay mit der Flanke, Hövedes. Sehr gut gemacht von unserem Kapitän. Also Packard ist ja so ein Spieler, das ist eigentlich die Inkonstanz in Person. Einmal schießt er 5 Tore in einem Spiel und dann wieder 7 Spiele in Folge. Ja. Noch nicht mal eine Torchance. Ja, denn lieber 7 Tore in 7 Spielen, in jedem Spiel 1 und nicht in einem Spiel 5. Ja, Nürnberg müsste eigentlich ein bisschen mehr machen. Also die haben das letzte Spiel gewonnen gegen Augsburg. Draxler! Bastenschuss. Jule haut mal wieder einen raus. Vertrag bis 2018 verlängert in Wirklichkeit. So, kann man sagen, eine Ausstiegsklausel, ne? 45 also Millionen. Bei Herrn Götze. Ja, also haben es natürlich sehr clever gemacht. Also da kann man den Abschied vielleicht vertrösten, wenn er nicht gerade zu Bayern geht, denn natürlich. Das ist es. Wenn Bayern sich nicht gerade wieder die besten Spieler der Bundesliga wegkauft. Oh, die Bayern-Fans würden jetzt wieder grölen. Die freuen sich jetzt wieder. Philipp Marx, schön gespielt mit dem Verfahren. Abonnenten weniger. Draxler, oh. Slapstick mit Klose. Tim Klose. Huntelaar frei vor Schäfer. Huntelaar mit dem Pfosten. Den muss er machen. Den muss er machen, ja. Normalerweise macht er den auch. Also sieht man ja an seinen 24 Toren in den letzten 25 Ligaspielen. Das war ein so typisches Ding, zu einfach, um wahr zu sein. Das war auch zu einfach für. Also ich glaube, ich persönlich hätte ihn auch nicht gemacht. Ich mache auch nur die ganz unerwarteten. Bastos. Das 35 Meter in Entfernung, dann oben im Winkel rein. Ja gut, der Schusskillskill bin ich mir auch wieder nicht. Und da links raus auf Bastos. Jetzt mal wieder linke Seite. Die sind sehr passiv, die stehen sehr tief mit der. Ja, und das zu Hause, also da muss man sich im Abschlusskampf gerade mehr erwarten. Büttner, gut abgefangen. Auf Bastos wieder. Bastos, Balic diesmal gut gemacht. Esvay. Esvay hat da, finde ich, auch nicht wirklich mitgedacht. Jones wieder abgefangen, genauso wie er Falcao in der Europa League ausschaltete, schaltet er jetzt auch Packard aus. Fafan war bis optimistisch gedacht. Jetzt die Nürnberger mit Mike Franz. Das ist Packard. Oh, Papadopoulos. Könnte mit dem Foul, glaube ich. Jetzt nochmal Philipp Max. Rausgespielt wieder auf Michel Bastos, der von Lyon kam. Draxler, Huntelaar. Verfahren, jetzt müsste er rechts weiter spielen auf Garrix. Nee, er sucht die Mitte. Max stark vorbeigegangen. Max mit dem ersten Bundesliga-Tor. Er macht da weiter, wo er in der Europa League aufgehört hat. Und es steht 2-0 kurz vor der Pause. Ja, das ist so der Gegensatz, ne? Der Weltklasse-Stürmer vorne versemmelt den einfachsten Ball. Und dann kommt hier der 19-Jährige aus der zweiten Mannschaft. Ja, und was denkt ihn da, als ob er sein ganzes Leben da nichts anderes machen Genau, würde. Das macht er sowas von kaltschnäuzig, wie er da den Nilsson aussteigen lässt, der ja auch schon einige Bundesligaspiele auf dem Buckel hat. Ja, Nationalspieler für Schweden, also das war schon nicht schlecht. Und für Nürnberg natürlich sehr ungünstig, dieses 2-0 noch kurz vor der Pause. Da gehen die Köpfe schon mal runter.
Jedenfalls Tabellenplatz 17, jetzt gerade nach dem Sieg gegen Augsburg, vielleicht wieder ein bisschen Lunte gerochen, aber so ist natürlich jetzt wieder ganz schlecht. Genau. Ich glaube, Schalke zeigt heute auf, wo Nürnberg die Punkte holen muss. So, das sieht sehr gut aus, meine lieben Leute. Das sage ich letztens öfter. Note 2 für Papadopoulos. Heute mal ein Lob für ihn. Ganz mit stark. Dem Kopfballtor in den Winkel da. Und auch Philipp Max. Also saubere Leistung von ihm. Also warum geht das jetzt runter? Tolles Spiel, lassen Sie es gut sein. Ja, ne. Manchmal versteht man noch nicht, was Sie sollen. Ne. Ja, anscheinend ist er ein bisschen angewidert. Warum auch immer. Ja. Warum auch immer. Also, sicher Leichtsinn. Eigentlich will ich ihn loben für sein Tor. Also, na gut. Verfahren und Bastos, die Flügelzange auch mit einer guten Leistung. Da geht die Form wieder hoch. Schön, dass Sie mich stark gesehen haben. Ja, Bastos, ja gut. So viel hat er eigentlich nicht gemacht. Aber das, was er gemacht hat, hat einen Fuß gehabt. Verfahren genauso. Er sagt auch das Gleiche. So, wen können wir noch? Huntelaar motivieren nach dem Pfostenschuss, ganz klar, ne? Muss ein bisschen aufgebaut werden. Ich denke mal, normalerweise müsstest du eigentlich so einen Spieler nicht motivieren müssen. Der muss normalerweise heiß sein wie sonst was. Ja, vor allem, weil er die Torjägerkanone haben will, sicherlich. Genau. Zum zweiten Mal in Folge. Ihn, hinter ihm ist. Also hier wäre es ja, von dem Spiel schon ausgesehen, wäre es ja das zweite Mal in Folge, da er in der Saison in Wirklichkeit auch davor ja die Torjägerkanone geholt hat. So, Garis kriegt eine Massage. Unser rechter Verteidiger, der Dauerbrenner da ja zurzeit ist. Also es sieht wirklich, wenn ich das so sehe, mal super aus. Also von der Frische her, also die ja. Sind echt topfit. Vor allem zwei Tage zuvor haben wir drei Tage zuvor das Europa League-Rückspiel gegen Atletico. Das würde sagen, aller Ehren wert. Ich meine, die Fitness von Büttner und Papadopoulos sieht nicht so schön aus, aber gut. Max ja, kriegt eine Massage und auch Huntelaar. So. Wechseln gibt es keinen Grund, also geht's rein in die zweite Halbzeit. Ja, jetzt liegt es an Nürnberg. Jetzt müssen sie wissen, was jetzt, am besten schnell einen Anschlusstor machen. Kiyotake. Ja, das 0 ist natürlich dann wirklich absolut psychologisch eine Katastrophe gewesen. Ja. Max, ausgenommen. Wenn wir jetzt nicht aufpassen, dann kassieren sie das Dritte. Genau, Verfahren mit der Flanke. Nilsson, die Flanke war auch schwach. Simmons und Franz. Löwe des Vorpecker. Da kommt Pecker den Ball auch nicht mehr entgegen. Da fehlt der letzte Biss eigentlich. Aber jetzt der schöne Pass raus auf Mike Franz. Aber viel zu, na, noch nicht viel zu früh. Kiyotake legt sich auf Peckkarten. Da ist der Anschlusstreffer. Wir haben es gesagt. Ja, für Nürnberg natürlich perfekt. Der Zeitpunkt. Ja. Da schlafen natürlich kollektiv in der Abwehr. Ja, war natürlich Glück für Nürnberg, dass das Bein da nicht mehr rankommt. Aber dann natürlich eiskalt abgeschlossen von Peckkarten. Da zeigt er, dass er ein guter Stürmer sein kann. Ist halt leider zu unkonstant. Max rausgespielt auf Fafan, gleich nachlegen, am besten Fafan, das ist Bastos, aber er wird gestoppt nochmal. Hövedes fängt den Ball vor der Mittellinie ab, Draxler auch zu einfach. Jetzt nochmal die Konterchance für Nürnberg. Die Mannschaft steht sehr weit vorne. Mike Franz, Peckert, nochmal rausgespielt auf Franz. Das wird jetzt vielleicht unglücklich, die Mannschaft sammelt sich wieder hinten und Hildebrand. Ja, das haben sie verspielt, da hätten sie sofort gehen müssen mit Peckert. Da hätte Peckert den Ball vorlegen müssen und einfach hinterher sprinten müssen. Dann Jones. Hätten sie die Option gehabt, vielleicht nochmal quer zu legen, wenn Hildebrand. Genau. Da war nämlich Esswein auf der rechten Seite mitgelaufen. Verfahren Nilsson. Jetzt gehen sie natürlich alles. Jetzt grätschen sie auch da rein, wo es weh tut. Bald, würde ich mal so sagen. Und Schalke will das Dritte machen. Verfahren, Pass auf Max. Max im Abseits. Das war ein knappes Ding. Das war ein ganz knappes Ding. Und die Nürnberger Fans kommen jetzt auch. Knappe halbe Stunde Zeit noch. Alles noch möglich. Wenn sie es vorne besser spielen, haben wir natürlich jetzt auch das Problem, die müssen immer mehr aufmachen. Genau. Also natürlich dann für Schalke Konter ermöglichen wird. Aber nach vorne fehlt der letzte Pass vielleicht noch, die abgefangen werden noch im Moment. Aber die Balleroberung im Mittelfeld, da sieht es momentan gut aus bei Nürnberg. Esswein, langer Ball nach vorne. Also spielen super über die Flügel außen, also die Bälle kommen meistens auch an. Also ja. Daran liegt es nicht an der Genauigkeit. Huntelaar, auch das war ein schlechter Pass von Klaas-Jan Huntelaar. Draxler das ist kommt. Ist sein Spiel, würde ich sagen. Nee, ist heute nicht sein Spiel. Bastos. Da sieht er nochmal den Holländer, Huntelaar. Jetzt mit dem Pass vorne rein auf Philipp Max. Max wieder gegen Nilsson und diesmal hat Nilsson das Bein dazwischen. Nicht wie beim 2-0. Bastos. Das sind die Erfahrungen natürlich, die dann jemand doch den Ausschlag gibt. Ja, Draxler, Huntelaar gut weitergeleitet. Wieder ist Nilsson vor Max da. Jetzt war passt er auf. Super klasse Pass. Klasse gespielt nach vorne. Es war. In der Mitte ist aber keiner. Seitenwechsel mit Mike Franz. Nee, den kriegt er nicht. Und bei uns, ja, Nürnberg wechselt schon mal. Und auch beim FC Schalke 04. Timo Gebhardt kommt für Kiyotake. So, Garrix ist mit den Kräften bis am Ende. Und wir sehen es auch über die rechte Seite kommen. Über die Schalker rechte Seite kommen die Nürnberger immer.
also über die linke Seite bei Nürnberg. Deswegen sollte man einen frischen rechten Verteidiger reinbringen mit Uchida. Und ja, Max noch gut drauf. Huntelaar, der ist natürlich das Schwierige. Nimmt man ihn raus oder nicht? Weil er hat natürlich auch das Gehen, auf einmal da zu sein, obwohl das ganze Spiel nicht da war. Also die darf man sowieso nie unterschätzen, die Stürmer. Ja. Wird Nürnberg, glaube ich, auch nicht machen. Ja. Und ansonsten, ja, doch, lassen wir es erstmal wieder mit den Wechseln. Einfach nur einen frischen Rechtsverteidiger rein mit Uschi. Auch Nürnberg wechselt gleich nochmal. Weiß man nicht, wer das jetzt war. Sieht aus wie Vollner. Vollner für Simmons. Verfahren. Er läuft da unten im Balken und da haben wir gar nicht richtig gesehen. Durch den Balken da unten eben, aber keine gelbe Karte. Ich glaube mal drüber gehalten war es. Und der Freistoß. Jetzt gleich mal vorne dazu, du Uchida. Spielen wir hinten raus. Jetzt die entscheidende Phase. Natürlich Viertelstunde. Jetzt müssen wir mehr gucken. Eigentlich müssen die jetzt alles nach vorne werfen. Ja, Draxler. Oh. Also sie müssen eigentlich gewinnen. Unentschieden wäre selbst hier noch zu wenig. Also ja. Normalerweise müssten sie das Ding gewinnen. Auch nach den Spielanteilen jetzt zweite Halbzeit. Oh, wieder Max im Abseits. Jawohl. Schade, wieder knapp. Ich glaube, wir bringen noch einen Wechsel rein. Bastos müde. Für ihn wird Ibrahim Afellay kommen. Der hat mir in der Europa League auch ganz gut gefallen. Bastos ja da nicht spielberechtigt. Das ist natürlich auch ein Luxus, was du da teilweise wechseln kannst. Ja, also natürlich. Also ist eigentlich kaum Qualitätsverlust, wenn überhaupt, auf den Positionen, die jetzt reinkamen. Uchida und Afellay. Pinola, Jones fängt den Ball ab wieder. Draxler. Der sich in der Rückrunde jetzt richtig gut reingespielt hat an die Mannschaft. Hinrunde hat ein bisschen gehabt, aber ihm gut übernommen, würde ich sagen, von Holtby. Von Holtby, ja. Also der hat da wirklich eine Bombenhinrunde gespielt. Jetzt nochmal aufpassen. Eswein, Papa ist da. Oh, Frustfoul von Eswein. Und das muss gelb geben. Wenn nicht sogar rot. Nee, es gibt die gelbe. Ah, Ball gespielt, na gut, komm. Eswein. Das war nicht wirklich. Sehr hart aus. Ah, doch, er trifft den Ball vielleicht minimal. Da war es ein Glück, dass der Ball noch in der Nähe war. Aber es war auch ein taktisches Foul, denn Papadopoulos hätte jetzt den Gegnerriff eingeleitet. Jetzt heißt es nochmal aufpassen. Robert Mack ist ein schneller Spieler. Ja. Papadopoulos, langer Ball nach vorne auf Huntelaar. Huntelaar hat den Ball. Ah, Balic ist da. Macht das gut. Eswein jetzt über die rechte Seite. Büttner zu offensiv da im Moment. Jones und Draxler wieder abgefangen. Und alle draußen auf Verfahren. Der direkt zu Max weiter. Max. Gut gemacht von Philipp Max. Verfahren mit dem Haken. Und nochmal Jones. Nochmal Max. Und wieder steht Max im Abseits. Das ist natürlich Lehrgeld, was er da so ein bisschen bezahlt. Ja, vorne. Und jetzt glaube ich, will mal einen Stürmer runternehmen. Und zwar Philipp Max. Geht raus. Für ihn kommt Roman Neustädter rein. Damit stellen wir um auf den 4-2-1. Die Schlussphase, die letzten zwei Minuten, dass wir da die Defensive ein bisschen kompakt und dicht kriegen. Und Huntelaar vorne bei Kontern lauert. Der schnellste ist er sicherlich nicht. Ja, Nürnberg hat mir nicht mehr so wirklich gefallen nach dem 1-2. Nee, also da haben sie wirklich nachgelassen. Sie haben alles richtig gemacht. Sie haben alles richtig gemacht bislang, nach der Pause. Das frühe Anschluss so erzielt. Jetzt Pinola, wieder dieser lange Ball. Ich meine, klar, jetzt kommt langsam die Brechstange in dieser Zeit. Neustädter. Kann sich da nicht durchsetzen. Huntelaar. Ich bin im Moment jetzt die letzten Minuten nicht. Dann kommt Afellay. Vorbei an Schändler. Und an Balic kommt er aber nicht vorbei. Da bleibt er doch hängen. Aber Eswein findet den Ball nochmal an Afellay. Huntelaar. Da ist Neustädter. Neustädter, Nilsson. Und da ist schon vorbei. Da pfeift er euch den Konter weg. Da hat er. Da mal Glück. Also das, da hätte vielleicht Peckert. Er stand vor der Linie. Das wäre kein Abseits. Das war kein Abseits. Nee, nee. Da wäre er durch gewesen. Das ist Diskussionsbedarf bei den Nürnbergern, aber das ist natürlich der Abschiedskampf, ne? Da hat man das Glück manchmal nicht. Aber also am Ende heißt. Sie haben selber verbockt, also sie hatten 40 Minuten Zeit, jemand was nachzulegen. Aber am Ende gewinnt Schalke auch aufgrund der guten ersten Halbzeit mit 2-1 verdient. Ja, klar, wenn man jetzt so guckt, also von den Chancen her auch absolut überhaupt keine Diskussion. Mein Nürnberg hat spielerisch versucht zu lösen, hat auch teilweise gut funktioniert, ein Tor geschossen, aber danach war es einfach. Die Ideen waren zwar da, aber die Konsequenz nicht. War das Problem. Guckt ihm auch die Pässe an. 103 Pässe von Schalke. Das ist schon eine Menge. Nürnberg nur 76. Das ist, glaube ich, auch jetzt. Erfolgreiche Pässe sind die hier, ne? Oder allgemein also die mal, Pässe oder auch die Fehlpässe? Erfolgreichen müsste die erfolgreichen sein. Ne? Oder die Pässe insgesamt. Ich bin mir nicht sicher. Ja, ich glaube eher die erfolgreichen, ne? Oder, ja. Gut, ansonsten Ballbesitz auch Schalke klar. Dominant da 71%, obwohl das ja auch nie was zu sagen hat mit Ballbesitz. Ne? Stimmt, sieht man ja in Barcelona. Ne? Barcelona also gegen Bayern. Dann monstermäßig viel Ballbesitz, aber auch gegen Bayern hat man gesehen, es hat nichts genutzt. Ja, hatten da 70% Ballbesitz Barcelona und trotzdem 4-0 verloren. Also ja, so ungefähr, ja. Gut, wir gehen mal weiter in die Spielnachbetrachtung. So, ja, da sind wir also
wieder 2-1 Sieg für den FC Schalke 04 gegen die Klubberer aus Nürnberg. Ja, Baumi. Sie haben versucht, ne? In der zweiten Halbzeit. Sie haben versucht. Ich würde mal sagen, sie hatten gute 10 Minuten. Und das war von der 46. bis, ich sag mal, 55. kurz nach dem Tor, nach dem Anschluss. Ja, da hätten sie bald noch die Chance zum zweiten noch gleich gehabt. Also hätte es schnell gehen können, wenn sie den Konter da besser ausgespielt hätten. Und dann gingen die Köpfe wieder runter, finde ich, bei Nürnberg. Also dann haben sie gedacht, oh, jetzt kriegen wir wieder nicht und Schalke kommt bestimmt wieder. Und ja, sie haben es dann versucht mit langen Bällen, ja. Aber die sind dann nicht angekommen. Pekka hat meistens vorne abgemeldet gewesen. Von Jones, wie auch schon gegen Atletico mit Falcao, hat da wieder gut gemacht. 2,5 hat auch gekriegt, jetzt hat er schon eine 80 jetzt zur Zeit. Der Jermaine Jones. Also der macht sich nochmal, ist auch jetzt über 30 mittlerweile, ja. Aber... Wie auch in Wirklichkeit, also da hat er ja auch eine Bombensaison gespielt, muss ich ehrlich sagen. Und Papadopoulos ist heute der beste Mann, das erste Mal Spiel des Spiels. Endlich mal eine 80 bei Papa, na bitte. Ja, bei mir ist er auf der richtigen Seite, da ist er bei Nürnberg, da ist er auch öfters Spieler des Tages, ja. Macht auch öfters Kopfballtore nach Ecken, also genau wie heute. Für ihn war es heute das erste in dieser Saison. Also zwei Torpremieren, für Max war es das erste Bundesliga-Tor und für Papadopoulos das erste Saisontor. Und Nilsson hier der beste Mann sogar bei Nürnberg. Also der hat eigentlich relativ, ja, von Max wurde er veralbert. Ja, da wurde er einmal schön genaht. Ich glaube, da hat er auch ein bisschen Frust gehabt danach. Was sonst hat er eigentlich ganz gut da hinten gestanden. Ja, also vor allem zweiter Halbzeit hat er Max immer wieder ins Abseits gestellt. Aber heute hat er eine 2,5, der gute Philipp Max. Jetzt hat er auch hier linkes Mittelfeldstärke 70 im Sturm, der 68 sogar schon. Hat sein erstes Profitor gemacht in der Bundesliga. Also der macht sich auf jeden Fall, also der muss man auf jeden Fall den Weg auf jeden Fall so weiterführen. Natürlich muss man auch zwischendurch mal eine Pause geben, also man darf ihn jetzt auch nicht verhunzen, auch nicht, es gibt ein anderes Wort. Verheizen, genau, ich kam nicht drauf. Manchmal verheizt man so eine jungen Talente ja auch gerne mal. Das stimmt, also es war ja damals der Deißler. Ja. Ich weiß nicht, wer den noch kennt von euch, der wurde damals ja auch Gladbach sehr hochgelobt und dann ist er nach Hertha, glaube ich, gegangen, dann zu den Bayern, da war natürlich sehr früh alles und ja, seine Psyche hat also nicht so ganz mitgemacht. Und verletzt war ja auch ganz oft. Ja, ne? Das auch und das kam natürlich dann noch dabei. Das kam man mit der Züge, mit den Depressionen dazu dann, ja. Ach, bei Gladbach hat er angefangen, das wusste ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Hertha wusste ich, dann ging er zu Bayern. Aber ja, er ist ein Gladbacher Junge. Hat also auch nicht lange da gespielt, also jedenfalls lange nicht in der Profimannschaft, ich glaube eine Saison. Und dann ist er, glaube ich, nach Hertha gegangen. Also Deißler hörte, hat dann aufgehört, wo ich langsam angefangen habe, wirklich richtig großes Interesse für Fußball zu bekommen. So 2007, glaube ich, war es, wo er aufgehört hat, ne? Oder 2006 sogar? Ich glaube, es war sogar noch ein bisschen später. Noch später sogar. 2009 oder 2010, glaube ich, sogar war es. Was? Echt? 2010? Ich glaube, also 2009, glaube ich, könnte hinkommen. Ich müsste nochmal genau nachgucken, aber irgendwie so in dem Dreh, glaube ich. Also so lange ist es noch nicht her. 2006 war es doch, wo er die WM verpasst hat, erneut wegen der... Ich müsste es echt nachgucken. Das ist, sag mal, nur vom Gefühl her. Aber ich meine, der hätte noch nicht so lange die... Oder unsere Experten, schreiben es in die Kommentare. Ganz genau. Gut, ansonsten ja, können wir hier nochmal in die Statistiken reingucken. Da haben wir eigentlich schon alles gesehen. 4000 Schalker sind mitgereist. Also da kommen immer viele mit. Ansonsten war es eigentlich ausverkauft. Weiß ich jetzt gar nicht so genau. Steht es hier irgendwo? Hier steht es nicht mehr. Früher in den alten FM stand es hier rechts. Ich glaube, ausverkauft ist es nicht, weil 50 passen rein. Ach so. Wird nicht ganz sein. Also ich denke mal so 47... müssten drin gewesen sein. Ja. 46, 47. So, hier können wir auf die Chancen gucken. Also wir hatten echt 6-1 Chancen. Also es war wirklich die eine Chance, die Nürnberg hatte, wo das Anschlusstor auch gefallen ist. Genau, ansonsten hatten sie ja richtig klare Torchancen, hatten sie auch am Ende nicht wirklich, muss man ehrlich sagen. Na, das war so ein Spiel, es ging halt wirklich bis zum Strafraum teilweise recht gut. Auch nach dem 1-2 diese Chance, wo sie vorne im Pekka den Ball hatte und außen Eswein mitgelaufen ist. Genau. Und der eigentlich durchgehen kann, weil kein Abwehrspieler mehr da ist, aber er spielt raus und vermasselt so die Chance. Da hätte das Spiel vielleicht nochmal eine Wendung geben können, aber sie haben es nicht ordentlich gespielt und das ist klar, wenn du unten stehst. Denn ja, dann ist es zu wenig für... So, Ergebnisse. Schauen wir auf die anderen Ergebnisse mal. Dortmund setzt sich da oben, ist fest. 2-1 gewonnen gegen Freiburg. Wir sind dran auf 3 Punkte gegen an Leverkusen und ich glaube nächste Woche oder... Gucken kurz. Ne, da geht es gegen Hoffenheim und dann müssen wir... Ne, dann auch noch nicht Leverkusen, oder? Na gut, ist noch ein bisschen hin bis Leverkusen. Aber das direkte Duell steht noch aus und solange wir die 3 Punkte mindestens halten, dann haben wir eine gute Chance. Das ist quasi eigene vom Torverhältnis. Ja, das sind 6 Tore Unterschied. Ja. Also je nachdem, müsste mal gucken, dass man mindestens 2 Punkte dran ist, um dann halt wirklich das direkte Duell dann zu entscheiden, dann einen Punkt vor zu sein. Das wäre nicht der Optimalfall. Oder natürlich vorher schon. Besser wäre es natürlich, Leverkusen scheitert vorher schon mal irgendwie. Ja, natürlich. Und wir müssen unsere Form halten. Also ich würde sagen, gegen Bayern 2-2 zu holen, das war schon ordentlich. Leverkusen, ja. Zu Hause gegen Bayern 2-2.
damit die Bayern, ich meine, jetzt auf einmal sind sie wieder Meisterin. Vor ein paar Wochen waren sie noch irgendwie auf Platz 3 und hatten keine Chance auf Hannover und Dortmund. Hannover auch wieder abgefallen. Also was mir ja wirklich wahnsinnig gut gefällt bei dir, die ganze Saison schon Hannover, die haben eine Niederlage. Ja, also das ist 26 Spielen. Unglaublich. Also die haben echt einen super Zusammenhalt. Erinnert mich so ein bisschen an meine erste Saison mit Nürnberg, wo ja auch wie überhaupt kein Schwein irgendeinen Pfifferling drauf gesetzt hätte. Aber der Zusammenhalt war auch so genial. Und ich habe es schon vor ein paar Folgen auch schon gesagt, mit Bayern. Also das ist die gleiche Saison, die gleiche Mannschaft, mit der Bayern in dieser Realität wirklich alles weggehauen hat, was ging. Ne? Und hier sind sie mittendrin im Meisterkampf. Haben sie zu kämpfen, ja. Ich weiß nicht, wie es in der Champions League aussieht, ob die da noch mitspielen. Ja, Champions League habe ich nicht so im Blick, gerade wegen der Europa League bei mir. Aber hier überraschenderweise Wolfsburg auf dem letzten Platz, ne? Also das ist echt Hammer. Ja. Also das hätte ich nicht gedacht. Die gewinnen zwar heute 4-0, ja, 4-0 gegen Düsseldorf, aber die Saison war bis dahin natürlich ganz gewaltig durchwachsen mit 4 Siegen bis jetzt erst, nach 25 Spielen. Und wenn man den heute mal wegnimmt. Und der Abschiedskampf entscheidet sich ganz klar zwischen den letzten 4 Teams hier. Mit Werder Bremen sogar drin, Mainz, Nürnberg und Wolfsburg. Ich meine, Nürnberg ist voll im Rennen, voll im Saft. Ich meine, Punktgewinn hätte heute mal nicht Abschiedskampf bedeutet sogar. Ja, aber auch wie gesagt, das sind halt dann natürlich die Spiele, wo du nicht unbedingt davon ausgehen kannst, dass du Punkte holst. Die müssen die wirklich dann gegen die Konkurrenten da unten mitnehmen. Ja. Obwohl es natürlich illustre Gesellschaft ist. Wolfsburg, Gladbach, Bremen unten auch noch dabei. Ja, Gladbach, ja gut, die sind zwar 5 Punkte vor, aber da kann ganz schnell was passieren natürlich auch wieder. Das stimmt. Die haben es auch schon lange nicht mehr gewonnen hier. Die letzten 5 Spiele, 3 Punkte, nur aus 3 Unentschieden in Folge jetzt. Ansonsten Augsburg hat relativ wenig damit zu tun. Auch Fürth. Also die so versagt haben, die Saison, die haben jetzt fast den Klassenerhalt unter Dach und Fach, ne, mit 39 Punkten. Das ist der Wahnsinn. Also jetzt 3 Siege in Folge, Platz 7. Also das hätte wohl keiner geglaubt. Also minus 11 vom Torverhältnis ist eigentlich so, wie man es erwarten würde, aber die haben sehr viele Spiele gewonnen. Ja, so wie der HSV ja auch, ne, die jetzt bald mit minus 11 Tordifferenz in die Europa League gekommen wären. Ja, genau. Ja, war natürlich da das 9-2 gegen Bayern. Also absolutes Desaster natürlich, dann hat alles nach unten gezogen. Wo sie René Adler zu verdanken haben, dass es nicht zweistellig ausgegangen ist. Ja, so ungefähr. Der war die ärmste Sau da. Gott sei Dank. Ja, gut. Ach, du bist ja HSV-Fan, oder? Ja, richtig. Na gut. Mein Trainer ist auch HSV-Fan. Also Norden. Den haben wir zum Geburtstag ein Pullover geschenkt. Kniet nieder, ihr Bauern. Hamburg ist zu Hause oder so, heißt das T-Pullover. Der hat sich gefreut. Ja, hat er auch. Also haben wir beim Griechen gefeiert, also mit 15 Mann beim Griechen gewesen. Da ging eine Flasche Uso nach der anderen auf den Tisch. Ordentlich. Ja, also so ist es bei den Dorfvereinen, ne? Da ist es ein bisschen ruhiger. Als gechillter geht's ab, ja, ne? Aber auch bei den Spielen professionell immer. Natürlich. In der Kreisliga Süd. Nein. Ganz bestimmt. Kommen wir wieder zurück. Für Schalke war es heute also ein richtiger verdienter Arbeitssieg, kann man so sagen, am Ende. Schlange jetzt nicht mehr verloren. Die letzten 5 Spiele, also 4 Siege aus den letzten 5 Spielen, fällt mir jetzt mal so auf. Ja. Und auch nicht verloren. Also ein Unentschieden, 4 Siege aus den letzten 5, also das passt schon. Genauso wie Leverkusen auch. Das ist alles, also ich finde, wenn man mal oben so guckt, ist eigentlich, ja, Hannover schmächelt ja so ein bisschen, aber ansonsten die ersten 5 Plätze eigentlich sehr konstant unterwegs. Eine hammergeile Saison eigentlich ist es hier. So betrachtet. Kann man nicht meckern, also ist alles sehr eng. So, Zuschauerzahl waren 46.800 übrigens, sehe ich jetzt gerade wieder. Lag ich ja gar nicht so falsch. Ja, mit deinen 47. Gut, schauen wir mal auf die Stimmen. Also wir quasseln uns ein bisschen fest, ne? Stimmt, ja. Die Folge kriegt wieder Überlänge hier. Gut, was sagt unser Coach von Schalke? Wir haben schon vor dem Spiel gesagt, dass wir gegen ein Team aus den unteren Plätzen gewinnen müssen, egal wie. Ich bin froh, dass es uns gelungen ist. Der Sieg war knapp, aber absolut verdient. Und Dieter Hecking, der Coach von Nürnberg, sagt, wir wollten einen Punkt mitnehmen. Aber wir haben das Spiel durch einige individuelle Fehler wieder entschieden. Siehe Nilsson gegen Max. Ja. Darf nicht passieren. Der FC Schalke 04 hat den Ball schnell und gut laufen lassen. Meine Mannschaft ist gut, ist nicht zwingend in die Zweikämpfe gekommen. Der Sieg war verdient. Vor allem in der ersten Halbzeit nicht zwingend in die Zweikämpfe. Also das stimmt schon hier, dieses Zitat. Ja, wie ich gesagt habe, 10 Minuten waren wirklich top. Und ob danach dann wirklich irgendwie der Glaube gefehlt hat oder die Verzweiflung dann sich eingestellt hat, man weiß es nicht genau. Ja. Aber es war ja eigentlich mehr machbar. War nur ein Torunterschied. Also von daher haben sie vielleicht sich ein bisschen zu sehr hängen lassen. Ja, so, in der Elf des Tages heute 3 Mann vom HSV dabei und 3 Mann von Dortmund. Beister, Katscher und Son. Ich bin mal gespannt. Und 3 Mainzer sogar noch. Ja, war eigentlich komplette Verteidigung von Mainzern fast, wenn man die Janje mal rausnimmt von Freiburg. Wie haben die denn gespielt, die Mainzer? 0-0 gegen Hoffenheim. Die Null stand gegen Hoffenheim auf jeden Fall.
Ich meine, für Mainz war es ein Punktgewinn. Die konnten sich damit die Plätze mit Nürnberg tauschen. Ja, das war auf jeden Fall ein Erfolg. Da gewinnst du auch mal nicht so eben. Hoffenheim normalerweise zu Hause. Gut, da sind zwar keine Fans in Hoffenheim im Stadion. Also doch, zu Hause haben sie ein paar, Zu Hause haben sie ein paar. Ich meine, ist ja auch wieder der Vergleich jetzt hier, ne? Bei so einem Endspiel quasi gegen Dortmund, ne? Sind nur 500 Hoffenheimer mitgefahren, ne? Ja, das ist schon ein bisschen ärmlich. Aber ich meine, bei dem Verein von Fankultur zu sprechen, ist ja eigentlich auch fast schon deplatziert. Ja. Wenn man sich da manche andere Vereine in der dritten Liga anguckt, wo zum Beispiel das Rostock, stimmt. Da fahren 3000 Rostocker mit nach Karlsruhe, obwohl es um nichts mehr geht für Hansa. Ja, das ist dann schon ein ganz anderes Kaliber, würde ich sagen. Ja, ist auch so. Bester Spieler, ja, Huntelaar, wie gesagt, weiterhin. Kießling hat nicht getroffen. Das war das Gute für Huntelaar an diesem Tag. Der Sonn agierte. Heute mit 2 Toren, der kommt auch nochmal. Jetzt hat er 20 insgesamt. Oh ja, der räumt auch mal das Feld von hinten auf. Der hat ja auch 16 Tore, der hat auch in Wirklichkeit bei Hoffenheim keinen Stich gesehen. Genau, hat er überhaupt gespielt? Das ist nie aufgefallen, der Typ. Ich weiß auch nicht. Ich glaube, der hat eine ganz schlechte Saison gespielt. Trainingsleistung und so. Notenbeste, Ibrahim Afellay. 2,79 im Schnitt. Bei 17 Einsätzen. Ansonsten Huntelaar. Ja, der Baumann. Baumann ist sehr stark als Torwart. Der ist bester Torwart der Saison. Vor Zieler sogar noch. Ja, also der wäre für uns im Chef zu stark, aber leider unbezahlbar. Wie hast du in den Kommentaren geschrieben? Der Arthur Mourage, der soll nicht schlecht sein. Genau, also der von Benfica, den hat sich bei mir im LP, hat sich Dortmund geholt. Wie gesagt, Weidenfeller hatte keine Chance mehr. Also der hat dann quasi das Zepter da übernommen und der ist nicht verkehrt, der Kerl. Also ich glaube, den noch für 2 oder 3 Jahre sogar holen und dann den Rakowski ranlassen, weil momentan braucht der Rakowski ja noch Praxis. Bei Duisburg kriegt er die leider nicht, da habe ich ja leider verpasst, wie gesagt, schon öfter. Aber Hildebrand spielt ja momentan auch eine Bombenrückrunde. Hat er in der Rückrunde den Platz vor Unterschall gekriegt, eine 77 jetzt sogar. Ja. Der Timo Hildebrand knüpft nochmal an seine Leistung von damals bei Stuttgart an, wahrscheinlich. Das ist natürlich jetzt die Frage, also wenn du jetzt mal sagst, die 77 steht, aber du hast natürlich die euphorische Moral, die natürlich 3 Punkte nochmal abziehen würde, bis zu meiner 73. Und ich denke mal, mit 33 kommt er da eher in Richtung 70 als in Richtung 80. Muss man dann halt überlegen, ne? Ja, ich habe schon meinen Plan mal angedeutet in den letzten Folgen. Unnerstall verleihen, von Anfang an verleihen Unnerstall erstmal, vielleicht sogar mit Kaufoption, mal sehen. Rakowski die Vorbereitung erstmal mitmachen lassen, mal sehen, was da geht. Und vielleicht sogar der Moral holen. Oder Arthur heißt der, wird er ja genannt im Fernsehen auch immer. So, Puyol hat seinen Vertrag verlängert. Die haben ja sowieso irgendwelche Künstlernamen. Ja. Ne? Puyol hat seinen Vertrag verlängert bei Barcelona. Steht aber nicht Vertrag bis, steht nicht dran. Letzte Vertragsverlängerung. Also das ist auch nochmal bei Puyol gerade nochmal das Stichwort. Also es ist nochmal so ein Spieler, wo man nicht mehr so viele heutzutage findet. Paul Scholes zum Beispiel, Ryan Giggs von Manchester, aber auch Puyol seit 93 im Verein. Also diese Vereinstreue ist ja heutzutage dann eher so ein bisschen, siehe ein ausgestorben, siehe Götze. Siehe Götze, ich wollte es nicht sagen. So, das nächste Spiel ist gegen Hoffenheim. Ja, ich würde mal nicht unbedingt bei dem Götze jetzt nicht sagen, dass es das Geld ist. Ja, ja. Will einfach unter dem Guardiola trainieren. Ist vielleicht auch ein bisschen verständlich, aber... Aber na Gott, wenn ich halt weiß, wo ich herkomme, wer mir was zu verdanken hat. Ja. Und ein paar Wochen hat vorher, er auf jeden Fall kein schlechtes Pflaster. Ein paar Wochen vorher sagt er noch im Interview. Ich meine, er hat ja sein ganzes Leben noch vor sich, wenn er mit 27 wechselt oder 28, würde keiner was sagen, aber Gott. Und ein paar Wochen vorher sagt er noch, ich kann mir vorstellen, bei Dortmund meine Karriere zu beenden. Ja, das ist alles dann gut, so ein kann bisschen. Gut, theoretisch kann das noch, wenn er mit 33 zurückkehrt. Genau, für ein halbes Jahr nochmal, ne? Ja, okay. So, Philipp Max ist sein erstes Tor. Stimmung steigt, für den Jungen freut es mich echt. Riskante Ansprache erfolgreich. Schalai, wie ist er noch verletzt? Eine Woche noch verletzt. Also für ihn ja auch eine ganz schwere erste Saison jetzt bei ihm. Also für Soloi wird es nicht einfach. Also wenn er zurückkommt, natürlich jetzt den Max auch noch da. Ja. Marika ist ja auch noch da und Huntelaar ist sowieso gesetzt. Also Gott, es kann, muss er sich reinhängen. So, haben wir einen Jungspiel entdeckt. Dominik Petersen, was ist das für einer? Mau, würde ich sagen. Muss man nicht unbedingt nehmen. Gut. Obwohl 14 Jahre, 2,5 Talentsterne, ich glaube nicht. Gut, am Wochenende ist spielfrei, sehe ich gerade, also ein Länderspiel steht anscheinend an. Jawohl, und dann geht's gegen Hoffenheim, ist auch wieder Europa League Pause, also haben wir ein paar Spiele Pausen mit 3D-Spielen, dann geht's ja gegen Lazio Rom in der Europa League. Das ist da nochmal volles Programm, wenn man jetzt hier mal so guckt. Ja, da unten ist nächstes Europa League schon wieder, wenn man es erreicht, ich hoffe natürlich. Ich verlege die Spiele schon wieder auf Sonntag, dass wir dann am Tag Zeit haben wieder. Gut, und dann, das ist natürlich auch top, ne, also Europa League und dann das wichtige Spiel gegen Leverkusen. Dazwischen fällt Da schleichen sie am Zahnfleisch, glaube ich, dann. Ja. Nach dem Spiel, dann wird es echt dann, glaube ich, schon hart. Ja, also... Aber natürlich wollen wir auch ins Halbfinale kommen in der Europa League, ganz klar, gegen Lazio Rom, gegen Miro Klose. Gut, wir stehen bei knapp 30 Minuten, ich würde sagen, danke Baumi, dass du dabei warst. Gerne, immer wieder. Ja. Also, hat Spaß gemacht. Also auch an die Community kann man ja auch sagen. Wenn es euch gefallen hat mit diesen Co-Kommentatoren, sagt es Bescheid, ob es auch unbedingt nicht, muss ja nicht unbedingt in Nürnberg nächstes Mal wieder sein.
Genauso wie ich. Sag mal so, Europa League-Finale bin ich wieder dabei, ne? Sag mal so. Deal, oder? Ja, also das auf jeden Fall. Da kann ich dich gerne damit reinnehmen, also. Das wäre echt klasse. Bei dir Champions League-Finale, oder was? Ja, mal gucken. Also es ist auf jeden Fall. Oder vielleicht auch schon mal Halbfinale, oder ich weiß nicht, ob du schon aufgenommen hast. Also Halbfinale bin ich jetzt gerade bei. Ja. Gegen Chelsea. Ich meine, die Schalke-Spiele habe ich ja verpasst. Lieber. Da kam ich mit der Idee ja einen Tag zu spät. Das war ein bisschen, ich glaube, einen Tag, glaube ich, zu spät. Da war die Aufnahme schon im Kasten. Ja. Ansonsten. Da ist ja nicht aufgehoben. Nee. Also, wenn du ein gutes Spiel hast, sag Bescheid. Ich bin gern dabei. Sicher. Und ansonsten. Melde ich mich. Champions League von mir aus Rückspiel oder so. Ansonsten, gucken ja. Gucken wir mal. Wie gesagt. Erfolgreiche Folge heute, eine lange Folge. Ich meine, nächstes Mal versuchen wir es ein bisschen einzukürzen, unsere Quatscherei, wenn es das nächste Mal wieder so ist. Ich werde mich ein bisschen zurückhalten müssen dann. Ja, na, ich verfalle ja auch immer sofort in Anekdoten. Alles klar, Baumi, wie gesagt, vielen Dank. Und auch an euch alle draußen. Vielen Dank fürs Zuschauen, hoffe, es hat euch wieder gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.